Der Busverkehr in Trier steht größtenteils still. Die bei den Trierer Stadtwerken beschäftigten Busfahrer wurden von Verdi zum Streik aufgerufen. Ihre Forderungen sind klar. Heute findet ein erster Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben der Stadt Trier statt. Wir sind dazu eigentlich gezwungen, weil die Arbeitgeber in den letzten beiden Verhandlungsrunden keine Angebote vorgelegt haben. Heute bestreiken wir nur Verkehrsbetriebe und die Stadtwerke. Dazu gehören die Kitas, da gehören so die Gemeindeämter, die Verwaltungen. Dazu gehören die Krankenhäuser, die Feuerwehren. Wir sind heute hier zusammengekommen, heute Morgen ab 4 Uhr. Die Belegschaft des Verkehrsbetriebes und auch der Stadtwerke Trier. Das ist eine bunte Mischung zwischen Busfahrer und Facharbeitern. Und wir tun heute gemeinsam hier eintreten für eben die Tarifverhandlungen, die in Berlin zurzeit in Potsdam stattfinden. Wir fordern 6%, mindestens aber 200 Euro und eine Übernahmeregelung für Auszubildende. Von Seiten der Arbeitgeber kam bisher noch kein irgendwie geartetes Entgegenkommen. Wir fordern im Grunde genommen mehr Lohn und Gehalt und auch für Schichtdienstleistende noch mehr Urlaub. Aber realistisch ist ganz klar, dass wir für die unteren Einkommen von den öffentlichen Dienst durchaus mehr tun müssen. Wir streiken heute hier für ein bisschen mehr Lohn, vielleicht auch eine Pauschale drauf, was uns als Kleinverdiener ein bisschen mehr bringen würde als die 2-3%, die wir vielleicht erreichen werden. Und ich finde es wichtig, gerade wir jungen Leute, wir sind eine relativ junge Werkstatt von allen Mitarbeitern, dass wir jetzt ein bisschen mehr Geld bekommen, für jetzt im Leben was auf die Beine zu stellen, um den Staat eben ins Leben zu finanzieren und was ordentlich auf die Beine zu stellen. Dafür stehen wir heute hier. Der Trierer Hauptbahnhof am Morgen des Streiks. Viele Pendler, Schüler und Touristen kommen hier zahlreich zusammen und möchten die Busse nutzen, um weiter in die Innenstadt oder in die umliegenden Ortschaften zu kommen. Nun heißt es zu Fuß gehen oder den Pendlerbus nehmen, der ersatzweise fährt. Der TV fragt Menschen in Trier, wie sie mit der Situation umgehen. Und im Moment warte ich noch auf den Lebenshilfebus, der kommt um 8 Uhr. So lange warten. Also sind Sie nicht eingeschränkt jetzt durch den Streik? Nein, überhaupt nicht. Anders sieht es aus in der Innenstadt. Die Haltestellen sind leer. Genau, heute Morgen bin ich dann mit dem Zug gefahren. Es war eine Umstellung, aber an für sich war ich schneller in der Stadt eigentlich. Ich musste meinen Mann bitten, selbst später anzufangen, damit er mich noch auf die Arbeit vorbeifahren kann. Dadurch, dass ich aus Euren anreise. Und es war auch sehr voll in der Stadt. Man musste früher losfahren und ich glaube auch, dass es der Umwelt nicht gut getan hat. Ich habe das leider auch nicht offiziell mitbekommen, sondern nur durch eine Arbeitskollegin wurde ich darauf hingewiesen. Und ja, es war schon umständlich, das so zu organisieren, dass ich heute pünktlich auf die Arbeit komme. Ein Problem stellt der Busausfall im Schulalltag dar. Nach Schulende ist der Andrang groß. Viele Eltern müssen ihre Kinder mit dem Auto abholen. Wir haben uns mit den Eltern etwas organisiert. Wir wohnen im Stadtteil Zeven. Ich hole jetzt meinen Sohn und zwei weitere Kinder wegen dem Busausfall halt mit dem Fahrzeug ab. Heute sind ja die Busse nicht da und meine Mutter holt mich ab und das ist eigentlich kein so großes Problem, weil ich könnte eigentlich auch mit dem Fahrrad fahren, aber Alter, verkauft mein Vater mein Fahrrad, deswegen holt mich meine Mutter ab. Der Streik sorgt für verlassene Bushaltestellen und volle Straßen in der Innenstadt. Doch schon morgen fahren die Busse wieder wie gewohnt.